Moin, ich zeige euch heute, wie wir einen klassischen Lenkdrachen aufbauen. Ich habe ihn hierzu schon aus der Verpackung genommen und die Leinen nehme ich und lege sie erstmal beiseite. Den Drachen falten wir nun auf. Als erstes sehen wir einen Gummiring mit zwei Stangen drin. Die kürzere Stange ziehen wir raus und legen sie erstmal beiseite. Die langere drehen wir jetzt so, dass die Leinen oben drüber liegen. Wir sehen den Gummiring und zwei Clips, damit fixieren wir die Mitte. Jetzt parken wir die große Stange in die Querverbinder ein. Immer darauf achten, dass die Leinen oben drüber liegen und feste bis zum Anschlag einparken, damit der Drachen nicht auseinanderfällt, wenn wir ihn mal abstürzen. Jetzt schnappen wir uns die kurze Stange und parken sie oben ein. Hier auch wieder darauf achten, dass die Leinen frei liegen. Zum Schluss die Standoffs. Das sind die kleinen Stäbchen hier. Sie bauen die Spannung im Drachen auf. Hierzu nehmen wir die große Stange hoch und parken ihn ein. Das gleiche hier. Hochziehen und einparken. Jetzt kontrollieren wir noch die Waageschnur. Das sind die ganzen Strippen hier. Wir suchen den Anknüpfpunkt. Das ist der geknotete Knoten. Manchmal verzieht sich die Waage, dann müssen wir das hier runterschieben. Wir ziehen das einmal runter, wir sehen den Schenkel mit dem Anknüpfpunkt und die drei Leinen, die frei hängen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir kontrollieren jetzt noch, ob der Drachen in der Waage hängt. Wir haben ihn an den Anknüpfpunkten hochgenommen und sehen, alle Strippen hängen frei, er hängt nicht nach rechts oder nach links. Dementsprechend haben wir alles richtig gemacht und können die Leinen montieren. Jetzt kommen wir zurück zum Winder mit den Leinen. Hier sind zweimal 25 Meter Leine drauf, die immer vollständig abgewickelt werden muss. Bevor wir das machen, werden wir die Leinen noch mit einem Buchknoten an dem Drachen befestigen. Den Buchknoten habe ich euch schon in einem separaten Video erklärt. Die Leine mit der roten Handschlaufe werde ich auf rechts befestigen und mit der blauen auf links. Nachdem wir unseren Lenkdrachen erfolgreich aufgebaut haben, müssen wir jetzt noch die Leinen komplett abwickeln. Hierzu gehen wir 25 Meter gegen den Wind. Ein kleiner Tipp von mir, nimmt den Winder locker zwischen zwei Fingern und zieht die Leine einfach ab. Achtet dabei darauf, dass die Leinen immer parallel zueinander liegen und nicht überkreuz sind. Und dann können wir auch schon starten.